Das Evangelium ist, Gott sandte seinen Sohn. Dieser war ohne Schuld und war ohne Sünde. Er, der Mensch Gott, echter Mensch und echter Gott. Er lebte ein sündloses Leben. Er erfüllte das ganze Gesetz. Er starb anstelle der Sünder und das sogar gewollt. Er erfuhr den ganzen Zorn Gottes über sich anstelle derer, die an ihn glauben. Er nahm ihnen all ihre Schuld. Er vergab ihnen all ihre Sünden. Er hat den Tod besiegt. Er hat den Satan besiegt. Er hat die Sünde und die Hölle besiegt. Er regiert im Himmel mit Macht. Er wird wiederkommen. Er schenkt ewiges Leben und lässt die von dem Tod auferstehen, die an ihn glauben. Eine bessere Nachricht gibt es nicht.